Das Schwierige an einer Literaturausstellung ist, dass man Literatur nicht ausstellen kann. Das heißt, man kann doch unter einigen Bedingungen, erstens einmal, wenn es möglich ist, sie in kurzen Einheiten zu zeigen, bei einer Ausstellung über einen Dichter ist das dann möglich, weil es sich um Gedichte handelt und damit um relativ kurze Einheiten. Und zum anderen kann man, wenn man sich traut und wenn man es kann, Literatur, sogar Poesie, inszenieren. In dieser ersten größeren Raumfolge der Ausstellung haben wir von Stefan Matlick, dem hervorragenden Animationskünstler, 10 Gedichte von Peter Rühmkorff als Bewegtschrift inszenieren lassen. Diese 10 Gedichte projizieren wir auf Glasscheiben, was einen wunderbar unwirklichen Eindruck gibt, und wir positionieren sie in Räumen mit bedruckten Teppichen, wo wir über einen groben Raster eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen, die unalltäglich ist und die, was auf den ersten Blick wieder paradox erscheint, die Konzentration auf die Gedichte ermöglicht. Vielleicht dadurch, dass diese Räume utopisch sind. Wir haben auf schwarze Glasflächen projiziert, die wir aus 2 Sorten Glas zusammengesetzt haben. Die sind zwar in Wirklichkeit sehr schwer, geben der Sache aber etwas Schwereloses. Durch die Oberfläche, auf die wir projizieren, bekommt sowohl der Gedichttext als auch die zweite Sache, die wir dort darstellen, etwas, ja, fast Holographisches. Das zweite, was wir nämlich auf diese Flächen projizieren, das sind zu jedem Gedicht ein Gedichtpaten oder eine Gedichtpatin, Leute, die sagen, was dieses Gedicht in ihnen auslöst, kurze Interpretationen geben, also in gesprochenen Texten, bei denen sie dem Betrachter gegenüber sitzen, auf einem Stuhl in der Projektion nämlich, in etwa 4 bis 6 Minuten ihre eigenen Zugänge zu dem Gedicht erzählen, was auch dazu führt, dass man durchaus bemerkt, dass auch Kenner, Literaturwissenschaftler, Dichter sich an solche Gedichte herantasten und nicht etwa mit klaren Sicherheiten operieren.